Darf ich bitte Ihre Aufmerksamkeit haben? In der Bibel, in Gottes Wort, heißt es über den Herrn Jesus: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich wiederhole: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, er wird bezeichnet als Lamm Gottes, als Lamm, das von Gott ausging. Jesus ist der Gesandte des Vaters, er ist der Christus, er ist der Retter, er kommt von dem Vater und er wurde gesandt und war wie ein Lamm. Es heißt ein Lamm Gottes. Und dann heißt es weiter, ein Lamm, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wozu wurde Christus gesandt? Wozu? Warum sagt die Schrift, dass er als Lamm bezeichnet wird? Und zwar, weil er geschlachtet wurde am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden. Er wurde geschlachtet am Kreuz und er hat dort sein Blut vergossen, dass ein jeder Mensch, der zu ihm kommt in Wahrheit und zu ihm betet, die Vergebung seiner Sünden empfangen kann. Denn es heißt, dass er die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist unser Problem. Das ist das größte Problem des Menschen, die Sünde. Denn die Bibel sagt, dass wir alle ermangeln die Herrlichkeit Gottes, also so, wie wir vor ihm sein sollten. Wir alle sind Sünder und Gottes Urteil über uns Menschen ist, dass kein Gerechter, auch nicht einer, keiner, der Gutes tut. Alle Menschen, sie allesamt sind abgewichen und es ist keine Furcht Gottes vor in ihren Herzen. Und deswegen sagt die Schrift, dass wir alle Sünder sind und die Vergebung unserer Schuld brauchen. Und die Sünde erleben wir Tag für Tag, denn Tag für Tag tun wir Dinge, die Gott missfallen. Und es heißt, dass Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er diesen Erdkreis richten wird. Ein jeder von uns. Ja, du musst erscheinen vor dem Thron Gottes. Und dort wirst du gerichtet werden nach deinen Werken. Und Gott wird sein Buch öffnen und jede Tat, jeder böse Gedanke, jedes faule Wort, es ist aufgezeichnet. Und so ist der Punkt, dass wir alle schuldig sind. Denn wir alle haben gesündigt. Aber hört, Jesus Christus, er ist es, der die Sünde, der deine Sünde wegnehmen kann. Und wie nimmt er sie weg? Wie kann es sein, dass wir in Christus die Vergebung unserer Schuld haben? Weil er gestorben ist. Und lass mich dir sagen, in keinem anderen Namen, in keinem, ist das Heil als nur in Jesus Christus. Denn er ist der Retter. Er kann Sünder retten, weil er ans Kreuz von Golgatha ging. Und es heißt in der Bibel, die Strafe Gottes, die ein jeder von uns verdient, sie lag auf Christus zu unserem Frieden. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn am Kreuz für Sünder bestraft. Und deswegen können wir die Vergebung haben, weil Christus unseren Platz eingenommen hat. Und so glaube doch an das Lamm Gottes. Aber lass mich dir auch sagen und dich warnen, denn wir leben in einer Zeit des Stolzes. Dieses gilt nicht für selbstgerechte Sünder, die meinen, sie brauchen keine Vergebung. Und bist du jemand, der in seinem Herzen spricht, ich bin besser als andere Menschen, ich halte mich für etwas Besseres? Lass mich dir warnen, Jesus Christus spricht nämlich auch, ich bin gekommen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und das bedeutet, die Gesunden sind solche, die meinen, sie seien gar nicht krank. Aber die Schrift sagt, wir alle sind krank, wir alle haben gesündigt. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen, nicht um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Er ruft dich zur Buße auf. Und hör nochmal, es heißt, siehe, blicke hinauf, blicke auf Christus. Siehe das Lamm Gottes, schaust du auf das Kreuz, schaust du auf Christus, wie er dort hängt, schaust du. Weil dort, wenn du hinblickst, findest du den Sohn Gottes, wie er stirbt für deine Schuld. Und so glaube doch an Christus und so empfange die Vergebung deiner Schuld. Das heißt, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte nicht dein Herz. Sprich nicht, es ist mir egal, sondern komm zu Christus. Ruf ihn an, denn es heißt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ruf den Namen des Herrn Jesus an, denn nur in ihm ist das Heil. Und so komm zu Christus, dem Lamm Gottes. Und siehe, blick hinauf auf ihn. Amen.